Die Bella hat mich spontan besucht und wir haben uns gedacht, dass wir zusammen kochen werden. Heute gibt es Spaghetti Carbonara in einem XXL-Brot. Guck mal bitte, wie riesig das ist. Ich bereite schon mal die Pfanne vor. Natürlich nehmen wir heute Spaghettis, also ein bisschen Spaghetti. Und jetzt machen wir weiter die Soße. Dazu schneiden wir Speck in kleinen Scheiben. Das Ganze lassen wir etwas anbraten, dann kommt da ein bisschen Sahne hinzu. Würzen nicht vergessen, Salz und Pfeffer ist wichtig und natürlich Basilikum. Da wir eine echte Carbonara machen, brauchen wir noch 2 Eier, damit die Soße fester wird. Kurz die Nudeln abchecken, ob die al dente sind. Und jetzt können wir unser Brot befüllen. Also erstmal kommen dann Nudeln rein, dann die Soße und ganz, ganz viel Käse. Also wenn ihr Team viel Käse seid, dann könnt ihr schon mal das Plus wegmachen. Das Brot kommt nur ganz kurz in den Backofen, also so, dass der Käse fertig ist. Schaut euch bitte an, wie geil das aussieht. Und das schmeckt so unnormal gut. Die Bella hat sogar Gänsehaut bekommen. Speichert euch das gerne ab und macht es einfach nach.